Weiter geht's mit Ahead in Time und dem Death Wish. Beim letzten Mal haben wir die Settlements gemacht. Und nun geht's weiter mit der nächsten Mission. Hier oben. Brunnensause. Schließe Subcon-Brunnen in weniger als 2 Minuten ab. Ihr wisst, das ist das, wo man erstmal den Endhaken bekommen hat. All diese Plattformen wurden hübsch platziert. Es wäre eine Schande, wenn jemand sie alle überspringen würde. Ups. Dann werde ich das wohl machen. Oh Gott, wieder mal ein Speedrun-Level. Haben wir schon länger nicht mehr. Aber okay. So, und soweit ich gesehen habe, haben wir ungefähr knapp 50%. Ein bisschen mehr, glaube ich. Vom Deathwish durch. Und ich bin gespannt, wie schwer es noch werden wird. Da ist der Timer schon bei. Okay, wo müsste ich nochmal lang? Da hinten hin. Warte, ich muss dorthin und wieder raus. Wow, das ist nicht so einfach, würde ich mal behaupten. Oh, hier muss man aufpassen. Wenn man hier einmal drunter landet, dann wird man direkt gegrabt von diesen Händen. Oh, so wie ich jetzt. Oh Gott, oh nein. Aber wie ging das nochmal? Oh Gott. Schnell, Speedrun-mäßig, ja. Sieht man auf jeden Fall. Wie Speedrun-mäßig ist das hier durchklapper. Oh Gott. 30 Sekunden dafür schon. Okay, zumindest hält er hier für die Blasensequenz an. Aber dass das noch dazu zählt. Warum spawne ich direkt im Brunnen und die geben mir 1,5 Minuten? Und jetzt ohne Witz. Keep out. Hier lang. Oh Gott, warum ist das auf der anderen Seite? Na komm. Okay. Ah, nur die... Was? Oh Gott, das hat nicht geklappt. Okay, nur die Jump'n'Run-Passage. Ich bin richtig schlecht. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich habe absolut keine Ahnung. Oh Gott, das muss ich erstmal üben. Wo? Oh. Keine Ahnung. Einfach weiter. Ich habe nur noch 1 Minute, um die normale Mission daraus erstmal zu meistern. Was zum... Alter. Gott, ich bin falsch. Wo bin ich? Also ja, von der Zeit her... Ich will nochmal neu starten. Okay, los geht's. Also, Treppe hoch. Dann gibt es hier einen Schalter. Mit dem dann direkt wieder zurück. Leiter hoch. Und dann immer so weiter. Es gibt immer einen Weg, der nach oben führt. So, Spinne überspringen. Alle Spinnen, denke ich, überspringen. Also, ansonsten, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eine der Missionen sein wird, der Bonusmission. Töte noch alle Spinnen nebenbei, weil du noch genug Zeit hast dafür. Ich meine, ehrlich gesagt, schaut mal, wie viel besser ich jetzt dran bin in der Zeit. Das ist sowas von möglich. Boah. Oh Gott, das habe ich mal vergessen. Mist. Okay, aber es ist easy. Easy, easy. Zack. Nein. Komm mal schnell. Afraid of Water Achievement. Okay. Wahrscheinlich, weil ich so schnell war, oder? Warte, bin ich durch? Zeig dir noch weiter. 1,33? Hä? Gott. Hier muss man kurz Pause machen. Ganz entspannen. Kurz runterkommen. Und es geht weiter. Ich kann nichts machen. Wo bin ich überhaupt? Da ist es. Na komm. 1,42? Was sieht es für Zeiten aus? Finish. Keine Bonusmission. Wahrscheinlich so unter 1,30, oder? War es aber richtig schwer unter 1,30. Aber ich muss es versuchen. Okay. Dödödödöm. Blöd. Aha, Rüstzusammenbruch. Hier oben wird dann wahrscheinlich der Bosskampf kommen. Hier ist eine Kerze. Hier ist noch ein Level. Und 50-50. Hm. Aber ihr seht es selber, oder? Das ist wirklich super klein hier und genauso wird es auch hier oben mal sein, weil aus irgendeinem Grund haben die 3. Chapter und 4. Chapter Level nicht ansatzweise so viele wie hier unten und hier unten. Warum auch immer, keine Ahnung. Ja. Schließe sind weniger als 1,40, oh, ganz knapp verpasst. Schließe sind weniger als 1,25, das geht? Boah. Ich habe gedacht 1,30 wird der letzte Bonus sein, aber 1,25...
Das Ding ist, ich brauche eine Minute für den Brunnen selber und 30 Sekunden. Ich brauche 30 Sekunden für den Anfang, eine Minute für den Brunnen und dann nochmal 10 Sekunden für Zeit einsammeln, also hinrennen zur Uhr. Da gucke ich mir auf jeden Fall eine Taktik an, weil das weiß ich jetzt nicht, wie ich das optimiere. Schneller wüsste ich es nicht. Das ist schon fast 31 Sekunden. Nein, stimmt nicht. Ich bin voll krasser Speedrunner. Ich beweise es dir. Bestimmt, ganz sicher, beweise es dir jetzt. Ja, ich bin voll krass. Uff. Ah, man kann das skippen. Sub 30. Ich find's halt irgendwie lustig, dass das Level selber, der Speedrun selber nicht so schwer ist. Vor allem, wenn man weiß, was man machen soll. Es ist einfach nur schwer, weil die Kamera gegen einen spielt. Also wirklich komplett gegen einen. Und das ist einfach das ganze Spiel lang so. Aber vor allem hier merkst du es halt richtig hart. Komm, 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 komm. Das war richtig gut. Ah, die Zeit, die Zeit, die Zeit. Komm schon, hör auf, der kann ziehen. Die soll zeigen. 5 Sekunden. Ich hab verloren. Weil die Zeit geht ja weiter, während dieses Dü, 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 Dü macht. Oh. Hier, schaut. Und verloren. Ja. Aber die andere habe ich zumindest. Wie kann ich ein 3 Sekunden, 4 Sekunden sogar wegschneiden? You didn't think you could get away with just completing the main objectives, did you? Nee, ich will alles machen. Go on, back to work. Hatte ich vor. Okay, warum er das jetzt gesagt hat. Oha. Wow. Glatt 29 Sekunden. Mann, ich hasse das. Get ready. Go. Sehr gut. Komm schon. Boah, eine Millisekunde schneller. Schneller, 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 komm! 13, 13, 12, 11. Oh, das ist. Okay, ich muss ganz ehrlich sein, das ist gerade richtig knapp. Das ist richtig knapp. Okay, geradeaus und schnell springen. Ja, ich kann schon ein bisschen früher steuern! Geil! Wo bin ich, wo bin ich? Yo! Geil! Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, dass man schon früher steuern konnte, wahrscheinlich nicht, aber das war ein richtig guter Run. Ich habe mich warm angezogen, denn die Mission, die wir jetzt machen, ja, die wird ziemlich schläfrig. Denn es ist der schläfrige Subcon beim Risszusammenbruch.
Du hast drei Leben aus irgendeinem Grund. Das heißt, wenn man dreimal verloren hat, dann muss man warten ein paar Minuten, bis man es wieder versuchen kann, warum auch immer. Wow, du musst aber auch sehr viele von denen sammeln. Wäre es nicht schön, wenn du einen Attacker dafür hättest? Einen Anstecker dafür? Was meint er damit? Einen Anstecker dafür? Du meinst... Ne? Ah! Zieht automatisch Gegenstände nicht heran. Meinst du das? Okay. Ich mache am besten auch nochmal Foto... Ah ne, kein Fotomodus. Ne, lassen wir lieber. Okay. Starten wir direkt rein. Du-du-dum! SS-Zusammenbruch. Schläfriger Subco... Okay. Und es geht direkt los. Du-du-du-dum! So, und wir wissen sowieso schon, was die beiden Challenges sein werden. Mach so schnell wie möglich und sammle alles ein. Ich weiß nur noch nicht, welches ich von beiden jetzt mache. Ich denke, ich sammle jetzt erstmal... Oh Gott, ich gucke mich erstmal um. So sieht's aus. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Die ganzen Gegner sind noch eingeschlafen. Die kämpfen auch gar nicht mehr. Finde ich irgendwie auch lustig. Oh Gott, das war schlecht. Gebonkt. Gott. Ich bin überhaupt nicht ready dafür, für diese Mission scheinbar. Nee. Ich weiß gar nicht, wo lang. Wo komme ich denn zu den anderen Dingern hin? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich finde das mega unnötig, dass man eine bestimmte Anzahl an Leben hat. Das. Warum? Stehe ich nicht. Stehe ich wirklich nicht. Okay, hier drüben. Hier ist einfach eine Abkürzung, hier schnell rüber zu springen. Stell hier drauf. Zack. Das ist, glaube ich, eher so ein Rückweg hier hin. Beziehungsweise, man kann hier lang, sehe ich gerade. Okay, timen, damit ich es auch auf jeden Fall bekomme. Schön. War das alle hier? Ich rüste vielleicht doch lieber mal zur Sicherheit die Kamera aus. Damit ich kurz schauen kann. Weil das hält jetzt richtig Zeit an. Sehr nett von dem Spiel. Ich glaube, ich habe alle hier. Wo war nochmal das Ziel? Shit. Da hinten ist es. Na komm, rein da. Boah. Schon die Hälfte meiner Zeit. Die Hälfte meiner Zeit weg. Ah ne, noch nicht ganz. Hab mich ich verguckt. Oh, die Kamera ist sehr nützlich hier. Auch wenn die Musik leider davon weggeht. Erstmal hier das hier. Weil ich mich dazu entschieden habe. Stirb, danke. Du stirbst auch bitte. Okay. Da hinten ist einiges. Oh, verdammt. Falscher Knopf. Das war hier am Anfang. Okay, das merke ich mir für den nächsten Try. Ja. Ne? Für den nächsten Try. Merke ich mir das, dass es ja direkt am Anfang ist. Okay. Ja, der Magnet ist tatsächlich ziemlich hilfreich. Hilfreicher als gedacht. Ich versuche jetzt erstmal diesen Run alles einzusammeln. Auch wenn die Zeit jetzt super knapp wird dafür. Ja, okay. Ja, da drüben ist was. Das ist sofort ins Auge gestochen. Aua. Hab ich alles? Ja, Miyaku hat alles. Weiter geht's. Letztes. Danach kommt das Ziel. Oh Gott, die Squids. Oh verdammt, meine Kerze ist nicht an. Ich muss dasselbe so oder so nochmal neu machen. Geschafft habe ich es aber auch, denke ich schon. Was, hier ist nichts mehr? Doch, da hinten ist noch was. Böse versteckt. Hier. Als ob es getroffen hat. Shit. Rein da. Keine Ahnung, ich denke, ich habe alles. Ich bin mir aber nicht sicher. Mal gucken, ob ich alle Pons gesammelt habe. Ich hoffe schon. Ich denke nämlich schon. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Hier. Ja, es hat gezählt. Let's go! Das war sogar eine schwierigere Mission. Zumindest bedeutet das untere immer das schwierigere. Meistens zumindest. Oh. Okay, noch nicht ganz freigeschaltet. Oh, hier haben wir den Boss wahrscheinlich. Und hier ist Snatcher-Münzen im Subcon-Wald. Und wie ich sehe, kriegen wir ein Kleid oder so. Das wird hübsch. Oh, hä? Doch, das hatte ich an. Doch, hatte ich an. Komisch. Fliehen mit mindestens 3 Sekunden verbleibend. Ja, okay, war klar. Okay, dann hier mein Speedrun. Mein Speedrun. Run. Ja. Ich denke, das Höchste wird einfach sein. Früh sehr viel einzusammeln und dann
später sich darauf konzentrieren, einfach nur schnell durchzukommen. Das letzte kann man zum Beispiel einfach skippen. Da gibt es nur zwei Stück. Alter! Ah, wer ist das? Da war noch was. Okay, töte jeden Gegnertypen, hat gezählt. Verdammt, wie viel brauche ich hier? Bitte, das ist der letzte. Nein, ich habe verloren, hier ist nichts mehr. Also ich kann durch. Hö, ich kann mal weiter. Hä? Ja, das ist doch easy. Also ganz ehrlich, das war wirklich das Einfachste von den ganzen, meiner Meinung nach. Hm, okay, nehme ich an. Na gut, dann machen wir jetzt die Snatcher-Münzen im Subcon-Wald. 3 Stück, wie immer. Falls du den Kompass hast, dann sollte das easy sein. Er hat recht. Den haben wir. Und das wird dadurch sehr, sehr easy. Also, direkt hier ist auch die Welt. Warum leuchtet es hier? Ist einfach nur so? Eine Münze? Nichts. Okay. Ja, hier ist direkt die Welt. Ich glaube, es ist egal, in welchem Level. Ich gehe direkt ins erste rein. Und ja. Die Wrist-Tokens haben wir alle schon gesammelt. Also werden uns nur noch Snatcher-Tokens, Snatcher-Münzen gezeigt. Irgendwo dort in der Richtung. Ja. Den Weg hier kann ich natürlich jetzt mittlerweile auswendig. Am Anfang hatte ich noch sehr viele Probleme, das Ding hier zu finden, aber jetzt kann ich's. Danke, Speedrun. Aber das Spiel war eigentlich ganz cool. Oh, bei dem Skelettkopf dort wahrscheinlich, oder? Ich weiß halt nicht, wie man da hinkommt. Ich weiß nur, dass da hinten eine Plattform ist. Oh Gott. Na komm. Okay. Ja, irgendwo wahrscheinlich da oben auf dem Typen. Hab ich recht? Wahrscheinlich. Ja, da kann ich nicht. Das weiß man nicht. Manchmal kann man sowas stehen, manchmal nicht. Keine Ahnung, ey. Ach, warte mal, hier kann man Walljumpen. Merke ich auch erst jetzt. Cool. Da oben? Ja, warte, lass mich erstmal hier lang gehen. Ich glaube, ich muss dafür hier das Jumpman machen, oder? Ja, da oben ist es, da oben ist es. Ich sehe es. Bitte sag mir, der hat Collision. Danke, Spiel. Danke. Okay. Wie mache ich den Jump dort hoch? Okay, da kann man nicht. Konnte ich doch nicht wissen, dass man da nicht stehen kann. Mensch, was machst du überhaupt? Hä? Was macht der? Vielleicht muss ich hier bei den Spinnen lang. Vielleicht haben die den richtigen Weg. Das ist aber ein großer Bogen. Na, wohl. Die Eiswand hier? Wo ist die Münze? Da, da oben ist die Münze vor allem. Gib mir mal den Kameramodus wieder. Lass mich mal kurz was nachchecken, okay? Dafür ist er nämlich gut, um zu schauen. Ah, da. Da ist unser Übeltäter. Da müssen wir ran. Kann ich den Jump von dort schaffen? Ne, der checkt das noch nicht mal von hier. Von dort. Wait, ja, nein, die Spinnen waren richtig. Die Spinnen haben den richtigen Weg gezeigt. Ich hatte recht. Moment. So, bam, bam, bam. Und von hier aus muss ich, glaube ich, X drücken können. Warte. Hier oben ist es. Es gibt keinen anderen. Ich muss das doch. Das ist zu weit weg. Oder? Der Baum hat Collision. Aha! Auf den Baum hochklettern und dann hier rüber schwingen. Gotcha! Okay, wo sind die anderen? Ernsthaft? Okay. Hier lang. Der sagt auf jeden Fall hier lang. Weiter. Okay, ich gehe weiter. Da oben ist ein Wollknäuel, das ist egal jetzt. Hier bei diesem Karussell-Ding? Nein, weiter. So, etwa dort, wo das Time Rift war? Ja, Tatsache. Hier oben irgendwo. Vielleicht habe ich es auch schon mal gesehen und habe es dann wieder vergessen. Das kann gut sein. Ja, das ist auf jeden Fall hier oben, wo das Time Rift war. Dieser Ort hat also
nicht nur das Time Rift versteckt, sondern auch eine Snatcher-Münze. Wie komme ich überhaupt hoch? Moment. Okay. Boah, da kann man stehen. Okay. Weiter hoch. Ich glaube ganz, ganz oben, oder? Ist das überhaupt der richtige Weg? Ich glaube nicht, aber es funktioniert. Also was soll's. Okay. Da ist es. Warte kurz, bis die Dinger wieder nach oben fliegen. Oh, let's go. Das war echt hart. Und da hinten ist noch einer. Kann ich euch nehmen? Yay. Yippie. Yippie. Führt er mich hin? Ja, ich wusste es. Mir ist es gerade aufgefallen. Wahrscheinlich hier hin. Ich dachte so, hä, was will ich denn da? Eine randende Map. Da würden die doch niemals was hinpacken. Am Rande Map vielleicht nicht, aber... Scheinbar habe ich bei Vanessa doch nochmal was übersehen. Ups. Kann passieren. Ja, ich muss noch ganz nach hinten. Bis gleich. Vielleicht hätte ich das hier doch nochmal mit den normalen Rift Tokens kombinieren sollen. Weil jetzt bin ich den ganzen Tag wieder hier lang gelatscht, nur um mir nochmal sagen zu lassen, du musst nochmal nach oben. Okay. Okay. Hä? What the hell? Ich hab mich gerade voll erschrocken. Was musst du denn, Weiner? Was zum... Den kann man nicht killen. Ich bin tot. What the... Die leben beide. Deshalb ist sie leben. Hä? Ist mir noch nie passiert, dass sie zum Leben gekommen sind. Auf. Alter. Ganz oben auf dem Dach. Wie komme ich denn da überhaupt hin aufs Dach? Das weiß ich gar nicht. Kann man das hier mitmachen? Oder ist es einfach am gleichen Ort? Das wär's jetzt, wenn es hier einfach am gleichen Ort ist. Ach so, komm ich aufs Dach. Das ist ganz oben. Und das hat die Münze geklappt. Hä, nee? Oh, hier ist hier. Hey. Der Ort ist immer noch super gruselig, ohne Witz. Ist ein Secret? Vanessa, ist hier ein Sticker? Hier hätte ich einen Sticker hingepackt. So ein Vanessa-Sticker, ohne Witz. Yay. Kann ich da noch hoch? Nee. Bonk. Und was kriegen wir als Belohnung? Ein Kleid. Das Kleid der Königin. Ach, das ist sogar Vanessas Kleid. Wait. Wait. Nice. So, natürlich habe ich einen Todeswunsch. Wir machen nämlich direkt weiter. Machen wir das links oder machen wir das rechts? Machen wir das hier. Was zum... Ein Boss Rush? Nieder mit den Mafia. Und allen anderen auch. Keine Heilung zwischen Kämpfen. Du kannst dreimal vom letzten Checkpoint neu starten. Falls du einen Lebenspunkt findest, sammelst du nur einen, wenn du es benötigst. Wer weiß, wann du es brauchen kannst. Warte mal. Boss Rush heißt doch hoffentlich... Die normalen Bisse aus dem Base Game, oder? oder? Das hier? Oh, gemeinsame Zeit mit Snatcher. Okay, das ist der Bosskampf schon. Boah, es ist wirklich klein, die Map hier. Obwohl, warte, hier unten kommt auch noch irgendwas. Zusammen mit hier oben. Hä? Okay. Überlebe Snatcher. Wait, what? Überlebe Snatcher für 2 Minuten? Dieses Mal keine blauen Chemikalien. Überlebe 6 Minuten? Warte, was? Ist das kein richtiger Bosskampf? Komm schon, Kleine, lass uns Freunde sein. Ich werfe keine blauen Chemikalien und du schlägst mich nicht mit deinem Schirm. Kommen wir ins Geschäft. Okay. Interessant, dass er eigentlich uns einen Contract gegeben hat, den wir zahlen sollen, damit wir uns nie wieder hier blicken lassen. Und jetzt, ja, komm, mach doch nochmal einen Kampf mit mir. Aber diesmal bin ich OP und du kannst mich nicht besiegen, sondern du musst überleben. Okay, ganz ehrlich. Ich lasse den Bossfosch erstmal. Ich habe ein bisschen Angst davor. Vielleicht mache ich es gleich noch, aber ich mache erstmal das hier.
Gemeinsame Zeit mit Snatcher. Das ist so dunkel auf einmal. Also ich gehe mal davon aus, dass ich ihn nicht killen kann. Der Bosskampf funktioniert wahrscheinlich so, dass ich einfach nur überleben soll. Zumindest habe ich jetzt so verstanden. Mal gucken. Ich habe aber jetzt echt Angst. Legit. Yay! Okay. Na gut, dann versuchen wir es mal. Ying! Hey, Kleine! Kämpfen wir doch mal! Warum ist mein Hut anders? Oh, achso, war er geklaut. Okay. Habe ich gar keine Hut-Abilities hier? Oder war das nur der eine Hut, den er jetzt geklaut hat? Boing. Okay, den Text, den sollten wir schon kennen. Ja, wir haben keine Hut-Abilities, gar nichts. Okay. Ich hab vergessen, wie der Kampf funktionierte, aber ich krieg's schon hin. Bestimmt. Wo sind sie? Ich seh's nicht. Oh Gott, das wackelt übelst krass alles. Also wirklich. Jetzt schon Treffer gelassen. 6 Minuten überleben? Wo bin ich? Oh Gott. Okay. Ja, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass ich ihn schlagen kann. Deshalb versuche ich es auch nicht. Okay. 3 Sekunden. Wo ist die Musik eigentlich? Also ich höre Musik, aber das ist eher so atmosphärisch und nicht so heftig, krass hypende Musik oder sowas. Ich muss aufpassen, wann er seine Laserstrahlen auf mich setzt. Oh. Boah! Ich muss immer richtig aufpassen, du. Mhm. Nochmal. Okay. Da ist er direkt. Ich glaube nicht, dass ich ihn schlagen kann. Ich lasse es auch. Okay. 1 Minute! 6 Minuten! Junge, das war doch voll langweilig! Oder? Oder nicht? Ich stelle mir das voll langweilig vor, um ehrlich zu sein. Wir schauen mal. Donk! 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 Okay, man kriegt aber keine Leben hier. Nur bei Peace and Tranquility. Bei Ruhe und Frieden Modus kriegt man hier Leben, sonst gar nicht. Ach, verdammt! Nee, das habe ich First Drive auf keinen Fall. Muss man aber auch wirklich lange üben. Eventuell in einem Stream. Ja, das schaffe ich nicht. Ich muss 2 Minuten überleben, um es überhaupt geschafft zu haben. Aber das habe ich gleich. Gleich. Mal gucken, wann gleich ist. Ich habe nur Angst, dass er direkt neben mir spawnt, wenn er diese Attacke macht hier. Das ist dann ärgerlich. Oh, genau so. Okay, lass es ruhig. Yes! Nein! Ah, ich hab's geschafft! Wait. Zum Hub? Wait, wie sieht's denn jetzt aus? Ja, ist hier jetzt geschafft. Und wir schalten hier. Das schalten wir erst frei, wenn wir Bossfosch haben. Oder so. Ich weiß es gerade nicht. Und diesen Community-Riss. Okay. Ja. Ich glaube, das mache ich dann in einem Stream.